liebe Leute, ich bin mal wieder der Dragon Rider 124 und ich begrüße euch zum allerletzten Motovlog 2018. Und ich habe mir überlegt, vielleicht noch schnell zur Ausgangslage. Ein paar von euch wissen schon, ich verkaufe meine CBR, also mein Trackbike. Ich verkaufe auch meine VFR, also nächstes Jahr wird es wieder ein paar neue TÜV für die Garage geben, oder zumindest ein neuer TÜV. Und ja, ich bin im Moment am überlegen, ob das nicht ein R1 soll werden, ein bisschen ältere. Und darum habe ich mir das heute als Anlass genommen, für den letzten Motovlog in diesem Jahr, dass ich so eine R1 gehe, Probe fahren. Und zwar beim freundlichen Händler, beim freundlichen Yamaha-Händler von nebenan, beim Motostram in Madiswil. Die haben nämlich gerade so eine wunderschöne blaue RN19, das ist die R1 aus dem Modelljahr 2007, 2008. Das war so die letzte Evolution von diesem Modell, bevor sie mit der RN22 etwas breiter ist worden. Fülliger. Ja, vielleicht klein noch etwas zu meiner XSR. Ihr wisst, ich habe jetzt einiges daran gemacht. So klein, hauptsächlich kosmetische Sachen, Heckumbau habe ich gemacht. Solche Sachen wie hier der Bremsflüssigkeitbehälter, Deko oder Frameslider, den man hoffentlich nie braucht, aber ich hätte auch mal. Auch nie schlecht. Ja, und jetzt habe ich endlich auch das Blinkerröhrchen mal gewechselt, dass die LED-Blinker nicht, sich nicht verhalten, wie wenn sie 5000 Kaffee hätten gehabt. Und ja, es gibt eigentlich noch ein paar kleine Sachen, die ich an diesem TÜV machen möchte. Allem voran die vorderen Blinker, die sind jetzt noch Stock. Ihr seht, die sind eher gross, nicht so schön, formschön. Und ja, die werde ich auch noch irgendwann ersetzen. Im Moment überlege ich mir Lenkerendblinker drauf zu. Also hier beim Lenkerend, also einfach dort Blinker drauf sind. Es gibt ein paar, die eh geprüft sind, die legal sind. Und die sieht man auch ganz gut. Aber der Einbau kostet halt einfach auch ein bisschen mehr als jetzt bei ganz normalen Blinker. Und ja, so elektronische Sachen mache ich meistens nicht so gerne selber. Ja, es ist wahnsinnig zufrieden. Das Einzige, was der TÜV noch nicht gibt, ist ein guter Windschutz eigentlich. Und das ist halt so ein Punkt, wo normalerweise stört es ihm nicht. Ich habe eigentlich noch gerne das Feeling, das er hat auf dem TÜV. Also es ist sehr, sehr unmittelbar, sehr echt. Das fängt eigentlich. Das Problem ist nur, wenn ihr am Morgen früh jetzt in dieser Jahreszeit wollt fahren bei irgendwie 8 Grad oder noch weniger und ihr überhaupt keinen Windschutz habt, ist das halt nachher nicht so wahnsinnig die Freude. Was ich auch noch dazu kann sagen zu dem TÜV, Reifen, nach 4000 km jetzt einen komplett neuen Satz drauf. Die sind ein bisschen zu fest abgefahren gewesen, passen da immer auf, dass ihr nicht zu lange wartet, weil wenn es nur ein Reifen ist, der zu wenig Profil hat, dann ist das noch so eine Sache, die man mit einem kleinen Buß kann regeln kann. Wenn es beide sind, dann hat er schnell den Ausweis weg. Ich habe jetzt gewechselt von ursprünglich Stock-Ausrüstung, das war glaube ich der S20 von Bridgestone. Ich habe jetzt mal den T31 drauf, das ist ein Sport-Touring-Reifen. Da habe ich schon bei VFR vorne drauf und habe den ganz gut gefunden. Und natürlich nicht so den Ultra-High-Grip-Reifen, aber er funktioniert halt auch bei tiefen Temperaturen mega gut und scheint hat er auch super nass Grip. Ich kann das noch nicht beurteilen, weil ich jetzt erst etwa 200 km gefahren damit. Aber bis jetzt, sehr guter Eindruck. Das Handling ist wahnsinnig.
gut immer noch, also der lenkt fast noch besser als mit dem S20. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, er hatte zu wenig Stabilität, aber ja, bis jetzt fühlt es sich wirklich gut an, nachdem er ein bisschen eingefahren war. Na gut, das wäre jetzt der erste Teil gewesen. Ich melde mich wieder, wenn ich ja, meine vielleicht zukünftige Reisegänge Probe fahre. So, liebe Leute, ich bin unterwegs auf einer Yamaha R1 RN19. Wunderschönes Ding. Und ja, das erste, was wirklich auffällt, ist der Wahnsinnssound. An Krapovic. Natürlich Leben. Das zweite, was auffällt, ist, dass wir hier nicht vor Kreuzung wegkommen. Wir müssen noch den Spiegel ein bisschen einstellen. Natürlich stilecht mit Lenkerendspiegel, weil es einfach geiler aussieht. Gut, ja, vielleicht technische Daten kennen wir nicht mal so wahnsinnig gut aus damit. Ich weiss, dass bei diesem Modell von R1 einiges gemacht ist worden am Motor. Also vorher hatten wir 5 Ventil pro Zylinder gehabt und bei diesem Jahrgang nachher 4 Ventil, dafür variable Ventil. Spitzenleistung sind hier angegeben, glaube 180 PS, an Kurbelwellen natürlich. Der Vorgänger hat glaube ich etwas um die 100, ja, 72, 74 so etwas dort rum gehabt. Und natürlich die aktuelle R1, die 200 PS an Kurbelwellen hat. Also da hat sich schon in den Jahren viel da schlussendlich. Der hat eine Anti-Hopping-Kupplung, das hat, ich glaube, der erste Jahrgang war, der das serienmässig hatte, was natürlich top ist und darum interessiert mich auch das Modell ein bisschen mehr als der N12 schlussendlich, weil du halt für sportlich Fahren noch ein bisschen mehr Reserve hast. Ja, wir fahren jetzt hier so ein bisschen durch die kleinen Ortschaften, die ich kenne vom Arbeitsweg her. Das sind alles nicht Strecken, die dem Bike eigentlich würdig werden, aber ich hoffe, wir finden gleich noch so ein bisschen etwas, ja, wo man auch mal die Fähigkeit in der Kurve ein bisschen kann sehen kann, weil das ist eigentlich das, was besonders wichtig ist für mich. Ja, ist schon brutal. Ja, schön. Sound ist geil. Das ist schon geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon lange kein Superbike mehr gefahren auf der Strasse. Und es ist schon ein einzigartiges Feeling. Ich meine, ja, der hat halt die Sitzposition, die nicht für lange Touren geeignet ist mit diesen Clip-Ons und allem. Aber es ist halt einfach schon etwas wirklich Schönes, wenn ihr mal auf einem Superbike hocken könnt. Ja, was kann man zu der R1 sonst noch sagen? Das ist Jahrgang 0708, eben RN19. Was sie nicht hat, ist, sie hat kein ABS, sie hat keine Traktionskontrolle, sie hat keine Fahrmodi, gar keinen Helfer, nichts. Das ist analog, das ist eine neue Serie-Generation, wo der Fahrer hat bestimmt, wie der TÜV fährt und nicht der TÜV selber. Und das ist vielleicht für viele Leute eher abschreckend und das ist sicher auch nicht ganz so einfach zu fahren wie ein aktuelles Superbike. Aber das ist doch auch irgendwo interessant, weil es halt viel echter, viel, ja, viel geradliniger ist. Die Laufruhe ist sehr schön. Wir haben noch verstellbare Hebel drauf. Gar nicht sicher, ob die eingetragen sind. Muss man dann auch noch nachfragen.
Was mir mega gut gefällt hier, ist der rund 3-Zahl-Messer. Der ist einfach wirklich schön. Jetzt tun wir mal in den ersten Gang. Ja, brutal. Also wenn du kannst mit so einem TÜV mit über 80 noch so hin und her legen, dann stimmt etwas beim Handling auf jeden Fall schon mal. Schön, wenn er vorne beschleunigt. So, das ist ein guter Ort, um heute schnell drum zu laufen. Ich hoffe, da wohnt niemand. So. R1, RN19. Ein Bijou. Seien wir ehrlich. Wunderschön. Da ist die Front richtig harmonisch, sieht gleich sportlich aus. Also es ist so ein schöner Mix aus allem irgendwo. Wahnsinn. Auch schön. Auch Krapowitsch natürlich. Tönt einfach schon schön. Ehrlich. Passig. Schon toll. Stellen wir noch schnell ab. Und noch ein paar Fotos machen. Das grösste Bedenken, das ich bei diesem TÜV habe, ist eigentlich, und das ist richtig lächerlich, dass ich nicht so gut zu meinem Kombi passt. Also zu meinem maßgeschneiderten Kombi, das ist eher rot und so. Aber irgendwie wäre das auch gleich. Da gibt es halt so einen schönen Kontrast. Scheiß drauf. So, ich bin jetzt die R1 vielleicht 3/4 Stunde gefahren oder so. Und das Kurzfazit ist huuuuh, geil, oder? Der Motor ist einfach so seidenfein, hat aber... Also man kann noch mehr ahnen, was der für eine Wahnsinnsleistung hat oben raus. Das ist einfach Wahnsinn. Und ja, so der TÜV gehört auf die Rennstrecke, sind wir da im Klaren. Aber er ist schon schön zum Fahren auf der Straße hier. Da oben Richtung Bosswil. So, nach diesen ganzen Eindrücken mit dieser wunderschönen R1 RN19, ja, ist für mich eigentlich Zeit, jetzt ins Schluss überzugehen von diesem Motovlog. Und ja, das ganze Jahr noch mal ein bisschen Revue passieren vielleicht. Und das Wichtigste ist mal, was ich zu sagen habe, merci vielmals für alle, die mir immer zugelassen haben. Merci vielmals für die Interaktionen mit mir. Und ganz ein grosses Merci auch an die Leute, die ich wirklich auch mal getroffen habe, die ich mal Gelegenheit hatte, mit einer auszufahren. Also ja, sehr coole Leute lernen kennen in diesem Jahr in der ganzen Biker-Szene.
wirklich top Sachen. Ich freue mich schon jetzt mega fest auf die neue Saison 2019, wo wir noch eine kleine Saison drin sind jetzt. Also für mich ist das einfach eine Herzenssache, das ganze Töff-Fahren und das ganze Umfeld ist einfach auch schön. Merci vielmals. Und ja, vielleicht ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Ich habe mir noch nicht ganz, also so weit überlegt habe ich noch nicht, welche Schwerpunkte also ich werde setzen. Ich möchte mehr mal in die Richtung gehen und etwas mit anderen Leuten zusammen, also so kollaborativ machen. Und ja, vielleicht auch mal andere Motovlogger aus der Schweiz treffen und mit denen zusammen etwas machen, das fände ich mega cool. Zum Beispiel Friday Child oder mit dem Double X Rider. Und ja, sicher auch das Ganze ein bisschen spannender machen, nicht nur schnurren und rumfahren, sondern auch ja, mal ein bisschen verschiedene Kameraeinstellungen oder mal ein bisschen etwas, was ein bisschen mehr Humor reinbringt insgesamt ins Ganze. Ja, die Devise wäre für nächstes Jahr sicher mehr Qualität, vielleicht ein bisschen weniger Quantität. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt mit meinem Kanal und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Jahr wieder am Start. Das bin ich, euer Dragon Rider 124. Merci vielmals und bis dann.